Hallo. Wir haben beide kaputte Autos. Wollen wir es damit probieren, das zu reparieren? Es ist absolut zum Kotzen. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. 2100 Kilo kann der Dachdecker gedreht tragen. Ja, aber der BMW würde passen. Aus. Servus meine Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute mal ein sinnloser Vlog, ein absolut sinnloser Vlog. Und zwar sind wir in Tschechien unterwegs und ich habe gedacht, hey, ich kann ja mit meiner scheiß Daily mal meine Sommerreifen runterdriften und zerschießen. Was ist daraus geworden? Wir kennen ja alle BMW. Mein Kühler hat sich verabschiedet. Mein Differential. Jetzt habe ich das Problem, dass das meine Daily ist und ich natürlich jetzt irgendwie gucken muss, dass wir die 100 Kilometer, die wir jetzt irgendwo mitten in der Pampa sind, wieder zurückfahren können. Ich habe noch keine Ahnung, wie sie das machen. Ich wollte heute eigentlich auch keinen Vlog drehen, weil morgen sollte es eigentlich zu Maeve gehen und zu Marvin, um die zwei bei einem kleinen Projekt zu unterstützen. Auch daraus wird wohl nichts mehr. Es ist absolut zum Kotzen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie es weitergeht. Phil? Ja? Kann man den jetzt schreiben oder nicht? Du musst dich anmelden auf der Seite. Dann kannst du mit denen Kontakt treten. Anderthalb Stunden entfernt, ja? Wie? Ich dachte, der eine oder eine Stunde. Eine Stunde entfernt? Ja, sowas. Stunde. Kannst du dem schreiben? I try. Das wäre nämlich super, weil dann können wir hier eine Hau-Ruck-Aktion noch schnell den Kühler einbauen. Weil glücklicherweise geht das eigentlich relativ schnell. Also es ist wirklich easy. Wie gesagt, es war eigentlich nicht geplant, heute einen Vlog zu machen. Zumindest wollte ich euch eigentlich ein bisschen mehr Drift-Action zeigen oder so. Es ist halt wirklich zum Kotzen. Und auch ein bisschen über Videoscheiß quatschen, aber it is what it is. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, dass wir noch irgendwas organisiert kriegen. Der Silvio rastet hier wieder aus. Fährt heute das erste Mal. Naja, mal gucken. Mal gucken, was der Tag jetzt noch so bringt, weil wir haben jetzt mittlerweile 17 Uhr durch. Keine Ahnung. Silvio, herzlichen Dank, dass du mir den Fehler ausgebaut hast. Ach ja, kein Ding. Schumann, herzlichen Dank für nichts. Schumann, einfach rumstehen? Hey, doch, ich bin eine Runde mit deinem Auto gefahren, es ging scheiße, sorry. Der Phil ist fleißig am Gucken. Selbst Facebook ist tot. Alter, hier in dieser Ecke in Tschechien findest du gar nichts mit den Autos. Ja, du findest halt nur die ganzen Autos. Ja, du kannst ein komplettes Auto kaufen. So, ich rufe jetzt nochmal in der Werkstatt an, die hier wohl aufhaben soll. Mal gucken, ob das was bringt. Do you speak English or German? No. Yeah, then it's okay. Thanks anyway. Ja, es hat sich natürlich erledigt, weil hier natürlich wieder keiner Deutsch oder Englisch kann. Ich kann natürlich kein Tschechisch. Wenn du dein Auto noch irgendwie bis in der Heimat kriegst, dann kannst du auch erstmal meinen Ersatz morgen nehmen. Ich habe noch einen E46 in der Garage stehen. Nie so lange überlegen. Ja, und wie kriegen wir meinen dahin?
Na, das ist halt die Frage. Es wird halt eine lange Nacht, ne? Auf die Rüben. Meinen nach Hause fahren und deinen holen. Kannst du halt nur hoffen, dass wenn wir den jetzt hier ein paar Stunden stehen lassen, dass er dann. Vielleicht hat er neun Kühler dann. 2100 Kilo kann der Dachgepäckträger tragen. Ja, aber der. Ja, doch, der BMW würde passen. So, was ist jetzt Phase? Danke nochmal, dass du mich abgeschleppt hast. Okay, wie gesagt, wir schmeißen jetzt die Reifen bei David hinten rein. Und dann kann ich euch zwei Mäuse wieder mit nach Dresden nehmen. Wie kommt dann mein BMW zu mir? Das ist dann die nächste Frage. Vermutlich wird das Phil oder David seine Aufgabe sein. Phil hat mich momentan super lieb. Guck mal, ich habe sogar organisiert, dass du zusammensitzen darfst mit deiner Leuten. Ich habe extra gesagt, trenne nie ST, denn es tut den beiden weh. Ich bin eigentlich nur hier, um Danke zu sagen. Ach so, bitteschön. Nicht um die Reifen zu zeigen, die du vernichtet hast. Mit guck mal, ich habe sogar eine Spinne vom Feld. Der hat gar nichts kaputt gemacht, aber das ist bei Zeit kaputt. Warte mal, das sind deine ersten Reifen, ne? Ja. Also lief heute bei uns volle Kanne. Oh ja. Nichtsdestotrotz. Würde mich natürlich jetzt interessieren, wie kommt das Auto morgen nach Hause? Fährt er für alleine dann? Oh, guck mal. Was, ich also, alleine? Naja. Wieso ich alleine? Ich glaube, ich muss mal schnell den Carport nehmen. Nämlich das Auto aufs Dach binden. Ja, weil Silvio fährt uns jetzt auf Meißen. Quatsch. Ja, aber wie kommst du von Meißen zu? Ich habe doch gesagt, wir treffen uns jetzt bei uns an der Halle. Wir, ihr kommt oben. Und dann fahren wir mit dem T4 zu mir nach Hause. Ihr kriegt mein E46, könnt in Ruhe nach Meißen gucken und könnt morgen wieder hergucken. Und dann treffen wir uns morgen am Freitag und fertig. Und fahren vom Freitag aus dahin. Ja, aber der Pistkoffer, ja, mein Pistkoffer, der muss dann nach Weiße. Das muss man dann morgen, wenn er eben auf dem Hänger steht, dann halt durchziehen. Ja, ja. Ja, ja, du bist der Fahrer. Ja, ja. Gib mir dein Auto morgen nochmal, dein T4. So, jetzt wisst ihr jedenfalls, was Phase ist. Ich gehe mir jetzt erstmal was zu essen holen. Mein Leben. Wenn Erfolg hat, dann muss es dann hier preisgeben. Mein Leben zwingt mich dazu, ne? Auto-Content zu machen. Ja. The next morning. Alter, waren wir gestern zu Hause, ich glaube um 12 oder so. Nochmal vielen lieben Dank an den Herrn Liebe dafür, dass er mir seinen E46 geliehen hat, den ich ausnahmsweise mal heile gelassen habe. Vielen Dank an Silvio und die Abschleppaktion. Fettes Dankeschön, okay. Dass du noch einen Kühler organisiert hast. Da ist das Scheißding. Jedenfalls sehen wir uns dann gleich in Tschechien. Ich wollte keine Autoschrauber-Videos machen. So, oh, mein Auto steht noch da. Wir gehen durch. Typ, Alter, dann lenk doch in die andere Richtung, du hättest schon mal Alter, ey. So, der BMW steht noch da. Ich habe halt keine Schrauben, Alter. Scheiße. Ich habe zwei Clips und zwei Schrauben und das war's. Nimm das nicht. Natürlich will ich das. Kein Plan. Ich habe auch keinen Plan. Aber wie willst du den dort unten dran stecken? Da fehlt ja was. Wo, was, wen? Den unteren Schlauch? Wo ist der? Der untere Schlauch kommt an den Auslaufbehälter. Der hing auf jeden Fall nur dran. Der war nur reingehangen. Naja, ne? Auf der Nase, aber ich habe ja nichts. Wo ich auch nicht so. Ja, das ist ja das Ding, was da ist. Ach ja. Genau. Ah. Da war hier eingehangen. Ach so. Vermute ich mal. Ach, na, das. Na. Naja, gut, aber. Nicht mehr, genau. Und mit Kabelbinder nicht festmachen. Hier hängen wir dran. Ja, der hängt aber auch von unten. Der war auf jeden Fall von unten gegen der Hand. Guck mal den alten an. Mhm. Ach so, stimmt, du hast ja den alten noch. Da ist nämlich der Halter dran. Guck mal. Guck mal, was und da ist genau, auch der. Da! So, das heißt, das hier ist einfach abziehen und mit Gewalt und Liebe, das bin ich, den Halter hier raus. Der kommt hier rein. Also wenn ich euch einen Tipp geben darf beim Driften, bitte immer auf die Temperaturanzeige gucken. Hm. Vor allem wenn ihr mit dem Auto auf Achse dorthin fahrt. Ja, Autowechsel, E46 Kühler im eingebauten Zustand. Alter, voll das Tutorial, ne? Ich bin absolut kein Schrauber, ich habe absolut keinen Plan. Alles ist der Halter natürlich auch gebrochen. Egal, wir machen es mit Kabelbindern, sind nur das mal fest.
So, normalerweise habt ihr hier so Nasen und das sitzt da drin. Da wird da eingehängt. Überleg halt dann noch, wie das dann im Kühler sitzen muss. Naja, der wird ja dann hier so sitzen, ne? We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your box. Ich krieg's jetzt doch. Jetzt krieg's doch. Ich glaube ja. Jetzt fängt's wieder an, Alter. Oder was? Was willst du denn immer machen? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Was habe ich gesagt? Boah. Ich nie wieder mit dem Scheißkasten hier 200 fahren werde, ja? So, wie ist dann die Scheiße? Ah! Haben wir zwei lange Tage. Nur noch einen. Ich kenne schon den Ausschöpfkasten. Ich weiß, es ist nervig, wie erfolgreich war. Naja, wir sind drei Orte weitergekommen. Ja, warum? Weil dieser Scheißkühler und dieses. Oh. Und warum? Weil wahrscheinlich ein Ohrring fehlt. Hey, und weißt du, was gut ist? Dass Sonntag ist und ich zum Glück Urlaub habe nächste Woche. Alter, sonst würde ich kotzen. Wir fahren jetzt erstmal ein Abschleppseil holen. Also ich bin noch nie so Spritsparen gefahren. Hä? Wieso? Ich dachte, war hier so abgeflogen, glaube ich. Ja, immer wieder Knoten. Ich hatte gerade beim Schiss, dass der Hagen dir in die Presse fliegt. Also vor allem war gerade mein Ding im Spritzverstärker die ganze Zeit an. Obwohl der Motor aus war. Ja, was hat das Ganze gebracht? Nichts, nichts und wieder nichts. Wir sind jetzt wieder in Deutschland. Mein Auto steht jetzt zum Glück bei David in der Nähe. Geschleppt, wie ihr gesehen habt. Wir kriegen jetzt nochmal das Auto von David. Nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt geht's erstmal nach Hause. So wie es aussieht, fehlt eigentlich nur ein Blindstopfen, ne? Ich würde sagen, morgen geht's weiter. Es fehlt nur ein fucking Blindstopfen. Ein scheiß Blindstopfen. Naja, mal gucken. Und wieder bei David. Hallo. Tag 3 unserer BMW Rettungsaktion. Vor dem Tank war okay. Ja, ich habe ihn ja halb voll übernommen, ne? Aber ich habe gedacht, komm, das macht man so. Schönen Morgen ist hier drin. Normalerweise sagst du ja eigentlich so, es gibt drei Sachen, die man nicht verleiht. Ja. Und das sind? Frauen und Autos. Ja, ja, und da fehlt noch was. Drogen. Was? Bücher. Bücher? Ja. Yeah. Die kriegst du auch immer kaputt wieder. Ja. Bücher sind ja wie Frauen. Frauen, Autos, Bücher und Geld. Was? Lass ihn erst warm laufen. Soll den warm laufen lassen? So, wir sind endlich wieder am Scheißhaus und jetzt geht's weiter. Tag 3. Wir sind jetzt hier oben bei David angekommen. Weiter geht's mit dem Kackfass. Und zwar haben wir ein Problem. Kannst du ja mal zeigen. Das ist das Problem. Bei dem aktuellen Kühler. Hier ist übrigens die Dichtung schon oben. Toll. Den haben wir gestern auch gesucht. Eine Sache, die wir nicht wussten. Wir haben nämlich ja jetzt Automatikkühler drin. Es gibt einen kleinen Unterschied beim Automatikkühler und beim manuellen Kühler. Und das hat ewig gedauert. Alter, hätten wir das gestern gewusst, ne? Übrigens, guck mal, weißt du, was hier drin ist? Oh, von unten, schön. Ja, hier, von da. Da sitzt noch der O-Ring drin. Hätten wir das gestern schon gewusst, wäre das Auto gestern wieder heile gewesen. Und zwar geht es um die Ablassschraube. Wie genau das aussieht, zeige ich euch gleich. Wir nehmen jetzt erstmal den Luftfilterkasten raus, hängen wieder die Hälfte des Kühlers ab. Das Schöne ist, dadurch, dass der Unterboden ja kaputt ist, weil es ein Drifter, mehr oder weniger Daily Drifter, ab und zu Scheißkackhaufen ist hier alles kaputt, sodass wir schön von unten direkt eigentlich reinkommen, um die Schraube zu lösen.
Wir können es direkt von unten machen. Aber wegen dem O-Ring brauchen wir nicht. Das reicht, wenn wir den Kasten abmachen, den Halter abmachen. Das kommt dann alles im Motorraum. So, David, haben wir uns jetzt wieder sinnlos Arbeit gemacht? Jo. Du? Nee, wir. Ach nee, wegen dir. Ich wollte es halt schön haben eigentlich, ne? Aber du willst ja nur... Vielleicht mal bitte, oder film mal hier rein, ich weiß nicht, was daran schön ist. Quick und Dirty willst du ja nur noch machen. Kommst du rein? Was denn? Ist der Erde nicht mehr schön? Ist doch schön, der Unterboden. Das muss so. Jetzt drift gleich. Was denn? Geht irgendwie nicht auf. Meinst du, wir klingeln wieder rein? Ach nee. Muss ich holen, ne? Aus Dresden. Ist noch nicht weit entfernt von hier. Weil das ein Facelift-Kühler ist. E46 Facelift-Kühler. Ja. Wissen wir das auch? Die haben einfach die Schrauben geändert. Kenn ich schon vorher. David, ich liebe deine Weste. Das geht schon los, oder? Sexy, oder? Was machst denn du da? Wir müssen den. Nee. Wir müssen den Schlauch abmachen, vielleicht kriegen wir halt besser drauf. Ich glaube nicht, dass der Schlauch heute besser drauf geht. Ja, doch, weil wir mit dem Uni-Band-Session sind. Ändert nichts daran, dass wir irgendwie. Wir haben. Ich habe übelst rumgewackelt und gerungst, bis ich rein rutschte. Du klack, legst den Schlauch kaputt. Ist nicht so schlimm. Ja, der hängt jetzt von der Aufhörung. Ja, echt. Oh. Okay. Wer ist Blatt? Bist du Blatt oder was? E-Lüfter rein oder was? Hallo? Wir düdeln hier alles mit Kabelbinder fest. Alles voll Kabelbinder. Wegen schneller Demontage wieder, ne, weil Raminia quasi alle Kühler aufkaufen will hier in Land Sachsen und deutschlandweit. Wie ging das jetzt? Sind das hitzebeständige Kabelbinder eigentlich? Das sind Kabelbinder. Keine Ahnung. Ja, wir befüllen jetzt den Kühler. Ja, zum fünften Mal. Und hoffen, dass jetzt alles dicht ist. Wir werden es gleich erfahren. So, meine Lieben, es sifft nichts, es scheint alles dicht zu sein. Wir haben es geschafft, nach wie vielen Tagen? Also wir sollten keine BMW-Werkstatt gründen, das steht auf jeden Fall fest. Ich sollte kein Auto-YouTube-Content machen, das steht auch fest. Nee, war das total klasse. Ich will Auto fahren, besser. Ja, genau. An der Stelle wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wusstet, genau, das, ihr müsst so viele Abos da lassen, dass er Geld verdient mit YouTube, damit er sich immer wieder neue Autos leisten kann. Genau das. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Lasst mir mal einen Kommi da, ob ihr wusstet, dass die Kühler beim E46, dass das Facelift-Modell so eine schöne neue Schraube gekriegt hat. Weil das wusste keiner von uns. Boah, ja, super. An der Stelle. Tschüssi.